Seilbahnen aus der Produktion des Herstellers Gerhard Müller waren in der Schweiz während Jahrzehnten weit verbreitet. Die charakteristischen Fachwerkstützen erblickten bereits in den 1950er Jahren das Licht der Welt und fanden in der Folge ihren Weg bis in die USA und nach Neuseeland. Schlepplifte des Seilbahnpioniers aus dem Kanton Zürich sind in der Schweiz auch heute noch häufig anzutreffen. Die einst ebenfalls weit verbreiteten Zweiersesselbahnen sind dagegen im Heimatland von Gerhard Müller mittlerweile ausgestorben. Eine letzte Anlage erinnert aber noch an den so populären Konstrukteur. Die Sesselbahn von Amden in das Skigebiet am Mattstock besitzt auch heute noch Bestandteile aus dem Hause Müller. Die Zubringeranlage startet vom Dorfzentrum Amden und verläuft auf einem Südhang rund 1,4 Kilometer den Berg hinauf. 360 Meter Höhendifferenz überwinden die Sessel, von denen sich nicht nur ein Blick auf die Sonnenterrasse Amden bietet, sondern auch auf den malerisch gelegenen Walensee im Tal. Die Aussicht ist wohl einer der Hauptgründe dafür, dass an dieser Stelle bereits im Jahr 1955 eine erste Aufstiegshilfe entsteht. Amden ist bereits zu dieser Zeit gut über eine Straße an den Talboden in Wesen angeschlossen und ermöglicht mit seiner Lage auch im Hochwinter ein sonniges Skivergnügen. Im Sommer ist die Einersesselbahn ebenfalls in Betrieb und bringt Wanderer in Richtung des markanten Mattstocks. Schon damals besitzt das weit verstreute Amden mit seinen verschiedenen Weilern zwei Skigebiete, die nicht miteinander verbunden sind. Ein Umstand, der sich übrigens bis heute nicht geändert hat. Das Skigebiet Avenbühl entsteht zur gleichen Zeit wie die Sesselbahn am Mattstock, letztere bleibt aber während Jahrzehnten ein Einzelstück. 1971 beauftragen die Betreiber erneut die Firma Müller für den Bau einer Ersatzanlage in Form einer fixgeklemmten Zweiersesselbahn. Die neue Bahn erhöht die Förderleistung beträchtlich. Die oft prekäre Schneelage an dem Südhang in geringer Höhe wird jedoch mehr und mehr zum Problem, sodass 1984 die erste und bislang einzige Erweiterung in Form einer zweiten Sektion folgt. Der lange Schlepplift Bärenfall ist auch heute noch die Hauptbeschäftigungsanlage des Skigebiets. Die Sesselbahn wird 1998 von Bartholet saniert, wobei die meisten Bestandteile durch neue Komponenten ersetzt werden. Antrieb, Abspannung, Sessel- und Rollenbatterien sind daher neueren Datums. Die Stützenschäfte mit ihrem charakteristischen Fachwerk übernimmt der Hersteller aus dem nahegelegenen Flums, dagegen vom Vorgänger. Und so ist zumindest ein wenig Müller-Nostalgie auch heute noch in Amden erlebbar. Und auch sonst hat sich abgesehen von der etwas moderneren Optik recht wenig zur allerersten Sesselbahn an diesem Hang verändert. Noch immer geht es Sommer wie Winter gemütlich den Berg hinauf in knapp 1300 Meter Höhe. Gepaart mit einem sehenswerten Blick auf den weit unterhalb gelegenen Walensee.